Fast 30 Jahre nach der Wende fordert die Linke im Bundestag einen neuen Untersuchungsausschuss zur Arbeit der Treuhand. Verheerende politische Fehler aus der Nachwendezeit müssten aufgearbeitet werden, sagte Fraktionschef Bartsch. Der Schaden sei bis heute eine wesentliche Ursache für den wirtschaftlichen Rückstand des Ostens. Die Treuhandanstalt wurde 1990 gegründet und sollte die DDR-Planwirtschaft umstrukturieren. Bischofferode in Thüringen. Vom Kalisalzbergbau zeugen hier nur noch die Abraumhalden. 1993 wurde der Schacht geschlossen. Mit einem Hungerstreik wollten die Kumpel das damals verhindern, vergeblich. Ihr Protest ging auch gegen die Treuhand, die durch Privatisierung, Sanierung und Abwicklung von DDR-Betrieben die Planwirtschaft Ost in die Marktwirtschaft führen sollte. Diese Arbeit will nun die Linkspartei erneut auf den Prüfstand stellen. Weil es darum geht, Verantwortlichkeiten zu benennen und weil es darum geht, Befriedung in den neuen Ländern herzustellen. Weiter ist es so, dass viele Wunden klaffen und viele dieser Wunden wurden von der Treuhandanstalt gerissen. Menschen, die ein Leben lang engagiert gearbeitet haben, wurden um die Früchte ihrer Arbeit letztlich betrogen. Geht es nach dem Antrag der Linken, so soll ein Bundestagsuntersuchungsausschuss vor allem klären, ob die Arbeit der Treuhand die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gehemmt hat? Inwieweit unnötig Arbeitsplätze in Ostdeutschland vernichtet wurden, die hätten erhalten werden können, und ob Entschädigungen möglich sind. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung lehnt einen solchen Untersuchungsausschuss ab. Es ist definitiv so, dass wir insbesondere in den 90er Jahren Massenarbeitslosigkeit erlebt haben in quasi jeder Familie. Jeder kennt das aus seinem Freundes-, Bekannten- und Verwandtenkreis. Von daher verstehe ich den Frust der Bürger und der Leute im Osten. Aber die Ursachen dafür wurden halt vorher gelegt in der maroden DDR-Kombinationswirtschaft. Die Linke will über ihren Antrag auf einen Treuhand-Untersuchungsausschuss im Bundestag noch vor der Sommerpause abstimmen lassen. Ein Viertel der Abgeordneten müsste zustimmen. Die Linke bräuchte also Unterstützung aus anderen Parteien.